Ich weiß auch nicht, geh mal. Die ist schon ziemlich nervig. Ja. Vor allem, was ja auch so eine Sache war, mein Video von Changes, das Lyric-Video, was mir hochgeladen hat. Ja. Das war irgendwie 3 Monate lang gesperrt von der GEMA in Deutschland, aber nur. Ja. Und dann wurde es einfach freigegeben. Hä? Einfach so, wieder freigegeben, ne? Keine Ahnung warum. Gut, kannst dich freuen. Oh, hier wächst auch Gras. Ich meine, mich stört's jetzt nicht. Ich find's cool, aber. Hm. Ja, ich weiß auch nicht, was die sich dabei denken. So, Enderman klappt auf jeden Fall auch. Falls wir mal irgendwann ins Ende gehen oder so. Hm. Da ist schon wieder die Lava. Geh weg. Ding, ding. So, was auf jeden Fall frottes Fleisch. Schau mal da. Und Vitaminenschacht. Oh ne, meine Spitzhacke ist gleich wieder im Arsch. Mm. Ich habe ja noch die Dia-Spitzhacke dabei, aber ich benutze erstmal nicht. Mm. Ich werde halt noch verzaubern. Ich hoffe nur nicht, dass dann irgendwie am Ende nur irgendwie Effizienz 4 drauf ist und sonst nichts. Ach so. Mm. Also wenn, dann wenigstens noch Haltbarkeit. Haltbarkeit bringt es immer. Mm. So, ist ja noch irgendwas da hinten noch? Ach ja, mein Video wurde ja auch gesperrt, ne? Ja, obscure. Die erste Folge wurde gesperrt. No. Aber komplett, hast du, ne? Das... No. Aber hast du ja dann wieder gelöscht, das, die entsprechende den Stelle. Den Soundtrack habe ich rausgenommen, ja. Mhm. Ja. Ja, und sonst, wenn ich Montages erstelle und sowas, da muss ich ja immer gucken, dass ich GEMA-freie Musik verwende, beziehungsweise meine eigenen Remixes benutze. No. Mit Audacity selber gemixt, ne? Ja? Mhm. Cool. Hier bei dem einen Griefing-Video. Das Stolen Dance, das habe ich selber gemixt. Ach ja, Stolen Dance, no, genau. Das war zwar richtig creepy und shit gemixt, ja. Aber... Die GEMA hat es durchgehen lassen. Man muss einfach manchmal nur ein bisschen schneller, ein bisschen höher machen und dann geht das. Na. No. Oh, die Pilze haben sich schon ein wenig fortgepflanzt. Eine zumindest. Ich wollte gerade sagen. So, was haben wir denn hier noch so? Auf jeden Fall ein Schleim. Bei mir bitte. Okay. Auch so viele Lieder habe ich eigentlich gar nicht drauf. Was habe ich hier noch? Ja. Wo ist denn der? Let's Play Music. Fun in a Bottle habe ich noch. Mhm. Was soll denn das sein? Ach egal. Ach hier, den hatte ich Trailer genannt. Soll ich mir mal reinziehen? Und jetzt geht's endlich wieder zurück. Hast du hier noch was? Ah, da ist nichts mehr. Gut, hier. Ging das nochmal gut gewachsen, ja. Oh, hey, hier kann ich wieder nicht rennen, das ist irgendwie total komisch. Hm. Ich habe letztens auch überlegt, ob ich noch mal mit ein paar Obscure-Soundtracks ein paar Videos mache, weil die sind ja auch nicht lizenziert. Hm. Naja, ich habe eigentlich immer seit 10 Monaten schon meine Playlist hier. Hm. Müsste ich halt wie gesagt einmal wechseln. Ja, und
ich habe jetzt so eine schöne Seite von SoundCloud, so ein Nutzer, der lädt immer solche Videos hoch, die solche so Musik hoch, die nicht lizenziert ist, die du frei benutzen darfst. Das sind echt gute Soundtracks dabei. Die kann ich dir ja dann mal privat senden. Ja. Na, da guck ich mal rein, weil ich bräuchte wirklich mal Abwechslung jetzt langsam. Ja. Gib's dann halt in den Quellen unten an oder so. Mach sowieso immer. Ja. Ach, der Gang ist schon ganz schön lang hier. So ist noch ein Ofen. Ja, der hier auch, den ich habe. Da hatte. Bin ja schon wieder draußen, weil ich Spitzhacke und so. So, jetzt haben wir 2 Stacks Lapis. Na, ich habe jetzt auch wieder ein Stack gefarmt. Ich werde mal die beiden Bögen hier wieder ganz machen. Ich kann einfach nicht sprinten schon wieder. Ach, sprint ich halt nicht. Das Bogen ist gleich Erfahrungskosten 1. Wieso nimmt man dafür Erfahrungskosten? Wie, was? Ach, am Amboss? Ja. Na, schon immer eigentlich. Ja. Wird aber 1,8, wird das dann auch ein bisschen weniger. Lalalala. Und endlich wieder oben. They see me rolling, like... 18 Diamanten. Rolling. Dating. Hallo. Hallo. Ich leime mal ein bisschen ein Buch aus. They see me rolling. Sie ist so geil. Weil es so übelst hier beim Ziegensimulator reingepasst hat. No. Ach so, Ziegensimulator, da kannst du auch mal noch ein paar Videos machen. Ja, da habe ich letztens überlegt, das mache ich auf jeden Fall nochmal. Fand ich cool. Hat dir gefallen, ja? No. Macht halt immer nur eine scheiß Arbeit, das alles zu schneiden. Ja. No. Könntest ja auch mal normales Let's Play machen oder so. Oder vielleicht kürzere Parts dann. Oder nee, nee, das gefällt mir nicht. Habe ich keine Freude dran, weil muss ich so ewig spielen. Ich schneide es lieber raus und das Beste da freuen sich die Leute auch. Wenn überhaupt jemand guckt. Alex muss es ja noch gucken. So, jetzt haben wir Alex erwähnt. Ja, ja, habe ich vorhin eh schon, Blackbone. Ach ja, Blackboner, gell? Hier kommt Akazienholz dann hin, gell? Bei dem Zaubertisch. Warte. Jetzt muss ich wieder komplett durchgehen. So, aber ich brauche noch ein Level. Ach, kriege ich vielleicht im Ofen durch Gold. Ach so, hast du jetzt noch ein paar Dias übrig? Ja, ich habe 18 Dias. Ne, 16 habe ich jetzt noch. Dann könnte ich mir mal eine Dia-Hacke machen. Na, dann komm mal hier zum Lager. Ich habe ja gut die andere Dia-Hacke. Verzauber ich dann halt, wie gesagt. Und gut, also gut. Wie, natürlich keine Kohle rein. Oh, eine Kohle, hier. Der sieht ach ja, ich hatte jetzt auch wieder ein bisschen aufgenommen für Battlefield 4. Da hatte ich aber, wir haben doch da jetzt einen Clan nochmal neu gegründet und haben da nochmal ein bisschen besprochen und alles. Na. Haben wir noch Schärfe. Ein verzaubertes Buch. Und im Hintergrund noch ein bisschen 8-Bit-Musik. Ach ja, 8-Bit-Musik, aber lange nicht mehr gehört. Ja, ich höre es eigentlich relativ gerne.
Ich weiß nicht, macht irgendwie Spaß.